Hallo zusammen, herzlich willkommen zurück zu Cyberpunk 2077, hier bei der wahrscheinlich letzten Mission. Und wir sind gerade auf dem Weg ins Mikoshi. Und wir machen die hier erstmal fertig. Komm schon. Ist er hinüber, ne? Piss! Okay. Ich glaube, das war's. Ja, wobei, einer lebt noch. Da ist er. So, jetzt sollten alle weg sein. Vier Stück haben wir nämlich. Und jetzt kommt hier wieder der Panzer. Und das Auto. Scheiße. Ja, oh, sauber. So. Damit ist das Auto kaputt und da kommt der Panzer. Oder nicht der Panzer, dieser komische Roboter. Der frisst wie Sau. Scheiße, die fliegt. Die fliegt richtig behindert. Lauf, 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 lauf. Ah, nicht weit genug. So. Das ist hier beim letzten Mal hochgegangen. Oh nein, hier runter, verdammt. Ich muss nochmal nachladen jetzt. Wie habe ich den denn so kritisch getroffen, dass er fast schon down war? Ja, jetzt. Sauber. Eieieiei. Sehr gut. Jo, wunderbar. Ich komme rum. Wo ist denn der? Ach, da vorne. Oh. Jo, da bin ich. Wir verschaffen dir etwas Zeit. Vielen Dank. Passen auf Mitch und Carol auf und kümmern uns ums Tor. Und los geht's. Eieiei, ist das eine Action hier? Militech-Panzer. Wir müssen sie abfangen, ehe sie die anderen erreichen. Konzernbastarde! Noch mehr Gesellschaft! Wer macht das? Komm schon! Wie? Militech lässt nicht locker! Es sind zu viele! Scheiße, ich krieg das Ding nicht klein. Wie sind wir los? Scheiße, wie? Vielleicht packen wir das wirklich! Hoffentlich! Da noch Option gibt's nicht. Aber das dauert. Wie sieht's bei euch aus? Durch den Fels ist fest und ist gesichert. Oh. Wir müssen rausfinden, wo die Ladung anbringt. Wo kommt das denn her? Wir drehen hier auch nicht solche. Achso, das... Wow, wir haben's geschafft. Nur noch ein paar ausgebrannte Wracks. So, Mitch. Wir kommen zurück. Gute Arbeit. Nach dieser Vorstellung wärt ihr so weit, dass ihr bei den Panzerjungs mitmachen könntet. Da sind wir. Und jetzt? Wenn nicht da ein Tor, das aufgesprengt werden muss. Ups. Voll hat recht. Carol, du und Cassidy gebt uns hier Deckung. Roger. Mitch, du kommst mit uns. Jawohl, Ma'am. Keine Zeit zu verlieren. Gehen wir. Okay, ich stelle ihn auf Autopilot und trenne die Verbindung. Okay. Oi, oi, oi. Du bist so ruhig. Der Plan war nicht gut genug.
Nur besorgt. So war das nicht geplant. Bob und Teddy sind tot. Das ist meine Schuld. Bob und Teddy sind tot. Und es ist meine Schuld. Teddy und Bob. Sie kannten die Risiken wie. Das tun alle. Ich auch. Und wenn du gewusst hättest, wie es abläuft? Dann würde ich es wieder tun. Für jeden im Clan. Saul meinte, du hast extra Hilfe für Mikoshi. Jemand von außerhalb. Alt. Und wer ist das? Eine KI, die der beste Net One in ganz Night City. Johnny Silverhands Ex. Wenn Night City eine Netrunner-Königin hat, dann ist sie es. Oder sie war es. Wieso war? Macht sie jetzt was anderes? Sozusagen. Lebt auch woanders. Aber sie wird uns helfen. Aha. Und du vertraust ihr? Ja. Sie wird uns helfen. Wieso? Machst du dir Sorgen? Ich vertraue dir. Das muss reichen. Und deshalb vertraue ich darauf, dass diese Alt nichts im Schilde führt. Die Sache muss einfach klappen. Nach allem, was wir riskiert haben. Warte mal. Jemand von außerhalb. So, ich will es ganz klar sagen. Alt. Und wer ist das? Das. Alt ist eine KI. Eine wilde KI. Du bekommst Hilfe von einer KI? Das sollte mich nicht mehr überraschen. Sie kann als Einzige in Arasakas Systeme eindringen. Ohne sie würden wir es nicht nach Mikoshi schaffen? Und erst recht nicht wieder heraus. Vertraust du ihr? Dieser Alt? Schätze mal schon. Ja. Sie wird uns helfen. Wieso? Machst du dir Sorgen? Aber das finde ich besser so. Ich vertraue dir. Keine Überraschungen. Das muss reichen. Und deshalb vertraue ich darauf, dass dieser Alt nichts im Schilde führt. Die Sache muss einfach klappen. Mhm. Nach allem, ja, was wir riskiert haben. Gut, dann bin ich mal gespannt. Das wär's wohl. Wie weit noch? Bis zum Arasaka Tower? Nicht weit. Von hier aus wird's eine Spritztour. Na gut. Los, an die Arbeit. Jo. Oh. Krass. Sollte dich nicht mehr überraschen, Saul. Dinge laufen selten wie geplant. Wir haben keine Ahnung, was uns drinnen erwartet. Wir brauchen... Leute, was ist das Problem? Karen unter Recht. Meditech hat Verstärkung geschickt. Sie sitzen fest. Die halten nicht mehr lange durch. Mein Gott. Ich nehme den Panzer. Sie brauchen jede Hilfe, die sie kriegen können. Bist du bescheuert? Das kannst du vergessen. Du kannst den Panzer nicht bedienen, ohne dass dir dein scheiß Gehirn abbrutzelt. Eine bessere Idee. Das ist unsere Familie, Panam. Die lassen wir nicht im Stich. Saul, lässt du ihn gehen? Wie? Jemand muss ihn zur Vernunft bringen. Boah, ich weiß nicht. Mitch hat recht. Wir drei haben immer noch eine reelle Chance. Aber ohne ihn haben sie keine. Bist du dir sicher? Saul! Das ist Selbstmord, verdammt! Passt auf euch auf! Die bringen dich um! Wir sehen uns später. Hoffentlich nicht. Hoffentlich schafft er es irgendwie. Ich bin unterwegs. Haltet durch! Hiernach gibst du mir ein Bier aus! Sie werden... Das alles darf nicht umsonst gewesen sein. So sehe ich das aber auch. Seht nach, was mit dem Circus. Sobald ihr mobil seid, folge ich und sichere nach hinten. Wie? Gehen wir. Mitch! Bin da! Sicher und unversehrt. Wir müssen jetzt auf jeden Fall dranbleiben. Bitte! Ich komm klar, Pan. Du auch, ja? Komm in einem Stück zurück aus Mikoshi. Okay, los geht's. Over and out. Keine Scheiße mehr. Bitte. Okay, okay, okay. Was, klettere auf das Zirk? Wo sind wir denn hier? Da rein, ne? Ja. Schon. Verlink dich und starte ihn. Jo. Na gut. Der Augenblick der Wahrheit. Thank you.
wird das nicht viel jetzt. Oh oh. Alles okay? Panam, rede mit mir. Nein. Panam! Bin da. Nur ein paar Kratzer. Hab Schlimmeres überlebt. Panam. Für eine Sekunde dachte ich, du wärst... Schon okay, wie. Alles gut. Saul? Tunnel ist fürs Erste sicher. Irgendwas von Mitch? Immer noch nichts. Scheiße. Wusste ich's doch. Vielleicht nur ein Problem mit dem Funk. Na komm, bringen wir es zu Ende. Jo. Da sind wir. Kann ich... Usch! Unterhalb des Towers. Genau. Wir müssen den Weg weiter nach oben finden. Versteckt euch, verdammt. Nein! Du willst mich doch verarschen! Nicht jetzt! Oh, ich kann nicht. Okay. Verdammt! Oh, scheiße, die laufen hier hin und her. Du willst mich doch verarschen. Der mich? Dass wir hier drauf gehen? Gehen wir hier lang. Sind wir direkt auf der anderen Seite. So. Okay. Ist hier irgendwas? Scheiße. Wo ist denn hier was? Du bist doch gar nicht. Was? Da ist doch was. Da ist doch was. Schachtel. Aus, als ob er nach oben führt. Okay. Oh nein. Oh, ich kann nicht. Wenn man mal darüber nachdenkt, schon unglaublich, dass wir genau da sind, wo die Arasaka-Bombe hochging. Müsste hier dann nicht alles verstrahlt sein? Wer weiß. Na toll. Oh nein. Wie? Er hat wieder einen Krampfanfall. Wie? Alles okay? Hey! Nicht mehr lang. Ich spür's. Wir müssen uns beeilen. Eine Ahnung, wo wir sind. Sehen wir uns um und finden's raus. Ich sehe da was. Wir müssen uns erst um die Wachen kümmern. Okay. Weh, übernimm die Wache. Hält mir nicht. Leise, wenn's geht. Kein bisschen. Welche denn? Ist das was Ernstes? Klingt jedenfalls danach. Wir sind garantiert bis abends hier. Läuft das hier immer so ab? Nee. Fast nie. Das ist ja das Beunruhigende. Oh, ja. So viel dazu. Oh, Gott sei Dank. Nehmen, lesen. Neue Behindertenveröffentlichungen. Kennen wir schon? Nein. Egal. Pathologie der Badlands. Kennen wir, glaube ich, auch schon. Ja, nee. Mach mal aus. Oh, sorry. Sorry. Schnell und still.
S&S. Die haben eine ganze Einheit da. Vielleicht Convoy Security. Okay. Die Lage ist etwas prekärer als angenommen. Die Systeme müssen durch das Bohren Vibrationen unter dem Gebäude gemeldet haben. Alle Einheiten in Alarmbereitschaft. Das bedeutet, dass jetzt alle Passagen gesperrt sind. Wir sitzen hier wie Ratten im Käfig. Wo sind wir genau? Werks- und Wartungsebene. Und da kommen wir nicht weg, bis wir die Security ausschalten. Ist es noch weit bis Mikoshi? Nein, das Labor ist im nächsten Sektor. Aber da müssen wir erstmal hin. Okay, dann... Gibt's Zugriffspunkte? Wir brauchen dringend einen. Ich such schon. Sekunde noch. Ist nicht weit. Da kannst du dich verlinken. Okay. Hoffen wir, es gibt auch einen Port für Altsplitter. Ich schick dir die schnellste Route. Alarmstufe rot aktiv. Jetzt müssen wir diese Sperre aufheben. Alle Mitarbeiter euch nicht haben entdecken. Bis zur Aufhebung. Es muss niemand was von unserem Besuch mit. Jo, stimmt. Die Tür würde ich nicht anfassen. Es sei denn, du willst, dass uns eine Horde Sarka-Krieger am Arsch hängt. Okay, hätte ich machen können auf die harte Tour, aber nein, dann mache ich das nicht. Ich speichere nochmal schnell. So, okay. Jo. Ich will mal gerade schauen, was das war. Hier war was, ne? Kann ich mal gerade zerlegen. Die lasse ich mal da. Okay. Oh. Vorsicht, verdammt! Zwei habe ich gekillt unten, aber ich wollte eigentlich den hier machen. Willst du, dass wir hier drauf gehen? So. Nein. Die Wahrheit über Cyberpsycho. Die besten Arbeitgeber haben wir auch gehabt. Aber doch, ah, da. Oh nein. Was zur? Bleib doch stehen, verdammt. Oh nein, Mist. Okay, ich dachte, ich hätte noch ein bisschen was. Jo, okay. Nur wundern. Dann machen wir das. Das ist weniger, kostet weniger. Hallo? Irgendjemand da? Du willst mich doch verarschen. Das lief nicht so wie geplant. Ich aber auch nicht rum. Alles halb so wild. Oh shit. Ja, beruhig dich. Komm schon.
Dreh dich um, du komischer Typ. Du willst dich doch verarschen. So war es eigentlich geplant und jetzt gehen wir hier rein. Okay, ich bin da. Alarmstufe rot aktiv. Alle Mitarbeiter haben bis zur Aufhebung der Gebäude. Moment. Wieso liegt das hier auch so viel? Habe ich noch irgendwelche Waffen dabei? Ja, stimmt, ich habe ja wieder so viel gesammelt, ne? Da war ja was. Ja, die kommt weg. Pinke hier kommt weg. Das ist nämlich eine Schrotflinte, die will ich nicht. Das kommt weg. Die lasse ich mal so, genau. Und die hier kommt weg. So, okay. Eine Sperre an ihren Positionen zu verbleiben. Nachtleben, okay. Streit um Cyberware im Football. Oh. Mach mal den Platz frei hier. So. Danke. Okay. Halt. Der Splitter ist drin. Ja. Wie lange brauchst du, um... Ich bin fertig. Oh, okay. Es hat geklappt! Also können wir weiter? Nach Mikoshi? Dein Pfad ist geöffnet. Danke, Alt. Bist du dir sicher? Alles klar? Ich bin bereit. Ich auch. Weiter geht's. Okay, bist du dir sicher? Okay. Die wurden jetzt alle ausgeschaltet. Okay, krass. Oh! Ach. Ja. Was ist denn? So. Ja. Irgendwas stimmt nicht. Es ist zu still. Hat noch wer ein mulmiges Gefühl? Irgendwas ist hier passiert. Bald wissen wir auch was. Da. Was zur Hölle? Kann ich noch ein bisschen schleichen? Scheiß drauf. Okay, weiter geht's. Oh, warte mal. Da liegt noch was. Hier liegt halt echt viel Zeugs rum. Was wirklich im Arasaka Tower geschah. Okay. Meldung. Saburo Arasaka tot. Gestern Abend wurde Saburo Arasaka, der Gründer und CEO oder CEO der Arasaka Corporation in Night City, offiziell für tot befunden. Arasakas Leiche wurde in einer Suite im Hotel Konpeki Plaza von seinem Sohn Yorinobu Arasaka gefunden. Noch ist unklar, ob Arasakas Tod eine natürliche Ursache hatte oder ob ein Verbrechen vermutet wird. Zahlreiche Zeugen berichten, Schüsse im Hotel gehört zu haben. Arasakas interner Sicherheitsdienst hat das NC-Sicherheitsdienst hat das NCPD bislang davon abgehalten, eine offizielle Ermittlung einzuleiten. Noch warten wir auf eine offizielle Mitteilung von der Presseabteilung der Arasaka Corporation.
paar Schritte zwischen dir und Mikoshi. Du kriegst also endlich deine Chance. Wir sind an deiner Seite, Vi. Bis zum bitteren Ende. Alle Kaldos stehen zu ihrem Wort. Los geht's. Nur noch der Raum hinter der Sperre. Dann kommt der Kern. Du schaffst das. Mich, du Sack. Scheiße. Fuck. Komm schön zu mir. Von ihm aber auch. Oh. Nein, nein, nein. Oh, Scheiße. Ich versuch's. Scheiße, ist ja schnell. Du kommst hier nicht lebend raus. Nein! Oh, er ist in sich. Oh, Scheiße. Das war aber schon mal ein guter Anfang. Ich muss dann nur direkt unter den gehen, bis ich durchgeladen habe und dann eine schöne Deckung finden. Scheiße, er hat den. Fuck. Noch der Raum hinter der Sperre. Dann kommt der Kern. Schon krasse Verluste. Du schaffst das. Scheiße. Jetzt müssen wir uns die Zimmer noch mal angucken. Den doppelt fertig machen. Oh. Was, ich kann da durchballern? Ja, ja, das tue ich. Scheiße, komm, komm! Komm noch.
durchladen. Komm schon, komm schon, komm schon. Ich weiß nicht, ob er noch lebt. Überhaupt erwischt. Genau so. Komm schon. Wo ich da gerade ist, verdammt. Jetzt habe ich noch 275 Heilteile. Oh, scheiße. Was ist denn jetzt los? Nein, die Treppen sind wieder gefährlich. Nein! Oh, das war das, was ich da meinte in der vorletzten Folge, glaube ich. Ich bin dabei. Oh. Ich dachte, da wäre es vielleicht ein bisschen sicher. Ja, du Drecksack. Ein Prozent hat er noch. Wo ist er, wo ist er, wo ist er? Da kommen sie. So, ich nutze die Gelegenheit direkt mal. Komm schon. Gerade selber erwischt oder warum hat er jetzt so viel runterbekommen? Scheiße, bleib doch stehen, verdammt. Ja, ich muss auch nachladen. Was ist das? Was ist das? Jetzt keinen Fehler machen.
Schauen wir das mal rein. Ja, so ein scheiß Graffiti. Echt? Unser. Schöne Grüße von Silvain. Hast heute einen von den Guten umgebracht. Wer wusste, worauf er sich einlässt? Nein, Saul wollte hier nicht sein. Er ist mir hierher gefolgt. Hat sich geopfert. Für einen Freund. Für die Familie. Aber davon verstehst du nichts. Das andere wäre auch nicht schlecht gewesen. Rache. Haben wir keinen Loot? Na gut. Die beiden Antworten waren cool, egal. Das andere war mehr aus meiner Sicht. Weiß, wo wir sind. Schauen wir jetzt mal. Nee, nicht ganz. Hallo? Noch eine Katze. Nee, hier sind wir. Okay. Mano. Wie bist du hier gelandet, Jackie? Jackie! Wir werden bis zum Hals in Aufträgen stecken. Manu, das spüre ich. Wo sind wir? Ist das ein Traum? Es wird alles gut, wie. Wirst sehen. Warum bist du so komisch? Hat Arasaka deine Seele gekillt, dich kopiert?
Massaker? Mit Soul Killer? Wie ist das überhaupt möglich? Du warst tot. Misty wusste es. Misty wusste alles. Jackie. Amigo. Du weißt nicht, wer ich bin, oder? Manu. Jackie. Wir werden bis zum Hals in Aufträgen stecken. Manu, das spüre ich. Wo sind wir? Ist das ein Traum? Ist das nur eine Wiederholung? Es wird alles gut, wie wir es sehen. Was soll das? Warum bist du so komisch? Misty wusste es. Misty wusste alles. Jackie. Amigo. Da machen wir was anderes. Du weißt nicht, wer ich bin, oder? Manu. Wie bist du in Mikoshi gelandet? Wir spielen endlich oben mit, Manu. Arbeitet für Dex, den fettärschigen Gangster-Messias vom Afterlife. Ein Berg von vergoldeter Coolness. Nicht schlecht, ne? Wo sind wir? Ist das ein Traum? Okay. Es wird alles gut, wie wir es sehen. Bis dann, alter Freund. Afterlife. Dort sehen wir uns. Okay. Gehen wir also, du und ich. Wenn der Abend ausgestreckt am Himmel liegt, wie ein Patient narkotisiert auf einem Tisch, gehen wir durch gewisse, halb verlassene Straßen, die raunenden Schlupfwinkel, ruheloser Nächte in billigen Hotels für eine Nacht und mit Sägemehl ausgestreuten Schenken und Austernschalen. Straßen, die dich wie öde Debatten voll tückischer Absicht verfolgen, bis du dir die überwältigende Frage stellst. Ach, frage nicht, wie lautet sie? Gehen wir einfach und sehen selbst. Okay, jetzt bin ich gespannt, was passiert. Ich hab's. Jetzt ergibt alles Sinn. Bereit, aus meinem Kopf zu verschwinden. Aber ich weiß es nicht. Hey, Johnny. Alles gepackt, du Niete? Bereit für dein One-Way-Ticket? Findest du das witzig? Weißt du, etwas Gutes hatte es, Johnny Silverhand zu werden. Man hört auf, sich um Johnny Silverhand einen Kopf zu machen. Aha. Du hast also schon entschieden, was als nächstes kommt? Hey, ich wollte gar nicht so arschig antworten. Oh. Shit. Ich will zuerst mit Alt sprechen. Wo steckt sie denn? Du hast es noch nicht kapiert, oder? Was meinst du? Alt hat uns schon getrennt. Als du dich mit Mikoshi verlinkt hast, hat sie die Soulkiller vorgeworfen. Können wir gerade das andere machen? Dein Output macht keine halben Sachen. Ich bin nicht seine Freundin. Moment. So. Ja, ich weiß nicht, was ich da sagen soll. Wir gucken uns einfach mal an. Es hat geklappt. Ich kann weiterleben. Muss zugeben, das war ein echt guter Plan. Du warst ein Fluch und Albtraum zugleich, Johnny. Aber eins schulde ich dir. Als ich Tag für Tag mehr zu Silverhand wurde, habe ich gelernt, meine Grenzen zu überwinden. Mich hält nichts mehr auf. Das fühle ich. Ach ja? Du meinst, du hast eine Entscheidung für uns getroffen? Boah, ich weiß nicht, das ist beides schwierig. Ich entscheide mich für das andere, dann machen wir das Gespräch weiter. Ich weiß halt wirklich nicht, was ich nehmen soll von beiden eigentlich. Hey, Johnny. Alles gepackt, du Niete? Bereit für dein One-Way-Ticket?
Findest du das witzig? Weißt du, etwas Gutes hatte es, Johnny Silverhand zu werden. Man hört auf, sich um Johnny Silverhand einen Kopf zu machen. Aha. Du hast also schon entschieden, was als nächstes kommt? Ja, ich finde das beides irgendwie schwierig, so. Das ist halt nichts Neutrales, so. Ja. Ich will zuerst mit Alt sprechen. Wo steckt sie denn? Du hast es noch nicht kapiert, oder? Was meinst du? Alt hat uns schon getrennt. Als du dich mit Mikoshi verlinkt hast, hat sie die Soulkiller vorgeworfen. Dein Output macht keine halben Sachen. Ich bin nicht seine Freundin. Hey Alt, schade, eine wie dich hätte er gebrauchen können. Du hast mich ohne zu fragen dem Soulkiller überlassen? Mich ohne zu fragen dem Soulkiller überlassen? Es war der einzige Weg, deine Bitte zu erfüllen. Fuck! Du hättest mich wenigstens warnen können! Gerade ein paar Minuten Konstrukt und schon schert sich keiner mehr einen Scheiß, was du willst. Willkommen im Club V. Das war's also, es ist vorbei. Könnte mich jemand aufklären? Moment mal, ganz langsam. Ich will wissen, was zum Teufel genau mit mir los ist. Ich habe eure Psychen mit Soulkiller getrennt und so Vs Konstrukt erschaffen und ein analgesisches Protokoll gegen jegliches Schmerzempfinden hinzugefügt. Ich konnte nicht alle Änderungen durch Johnnys Dateneinfall eliminieren und überschreiben, aber Vs Engramm-Integrität ist immer noch hoch. Auf Deutsch, du kannst also seine Psyche wieder in sein Hirn transferieren? Wie auf eine neue, leere Partition. Wollt ihr Mikoshi immer noch auslöschen? Mhm. Es muss brennen. Was ist mit all denen, die noch eingeschlossen sind? Ich befreie sie und nehme sie mit. Red keinen Scheiß. Du wirst sie auffressen und zu einem Teil von dir machen. Ist nicht so, als wäre die Alternative rosiger, oder? Das war's also. Wir sind fertig. Du hast Wort gehalten. Es gibt einen Aspekt, den ich nicht bedacht habe. Alt? Was? Der Körper als Schlüsselfaktor dieser Transaktion. Die DNA-Rekonfiguration durch den Relic ist zu weit fortgeschritten. Dazu die aggressive, invasive Medikation und der Körper, der seine eigenen Neuronen angreift. Scheiße, spul vor bis ans Ende! Nachdem ich dein Konstrukt in deinen Körper transferiert habe, wirst du sterben. Es ist unvermeidbar. Ich hab das geplant, ihr beide? Nein, das kann nicht sein. Prüf's nochmal nach. Scheiße. Nein. Auf keinen Fall. Das war nicht abgemacht. Du hast noch etwa 6 Monate zu leben. Vielleicht etwas mehr. Nein. Nein, nein, nein. Es muss doch was geben. Etwas, das wir nicht bedacht haben. Dein Körper wird dich als Eindringling betrachten. Aber es ist doch mein Körper. Die Biochip-Naniten haben ihn unumkehrbar verändert. Der Körper gehört jetzt Johnny. Alt, gib uns eine Sekunde. Vi und ich müssen reden. Ich glaub das nicht. Alles, was wir getan haben, war umsonst. Ich hab genug davon. Von allem. Besonders von dir. Perfekt, denn wir bleiben beim Plan. Ich gehe mit Alt, wohin auch immer, und du behältst deinen Körper. Wo geht sie überhaupt hin mit dir? Hinter die Black Wall, damit ich ein Teil von ihr werde. Was immer das bedeutet. Wie ist es? Hinter der Black Wall. Solange ich meinen Verstand behalte, kann mir dort wenigstens keiner auf den Sack gehen. Und wenn du als Konstrukt weitermachst? Nur, bis wir einen anderen Weg finden. Ein anderer Weg hieße einen Deal mit Sarka. Darauf kann ich verzichten. Schwierig. Scheiße. Ein formloser Schatten im digitalen Jenseits. Da würde ich lieber sterben.
Es bedeutet Freiheit von den Beschränkungen eines Körpers und der Endlichkeit des Lebens. Eine neue Perspektive. Das sind doch nur noch schwindende Erinnerungen. Ans Aufwachen. An miese Hangovers. Ein Seewind auf dem Gesicht. Die Sonne auf dem Rücken. Dann nimm dein Leben zurück. Die 6 Monate, die du noch hast. Ich dachte, das Leben ist es nicht wert, daran festzuhalten. Nicht um jeden Preis. Ist es auch nicht. Doch. Siehst du das Licht hinter der Black War? Das ist Hoffnung. Vielleicht in der Hölle. Vielleicht im Himmel. Vielleicht ist es auch nur ein Engramm-Lesecode. So oder so bedeutet es Überleben. Wir wissen, wie man sich in reine Daten verwandelt. Aber in uns lebt immer noch ein Tier, das überleben will. Das kriegt keiner tot. Ja. Dieser Instinkt ist menschlich. Aber ihn zu verleugnen auch. Gibt es wirklich keinen anderen Weg? Wie gesagt, Johnny kann im Körper bleiben. Und du kannst mit mir kommen. Ich meinte eher, es sollte ein gutes Ende sein. Für uns beide. Hier? Für solche wie uns? Falsche Stadt. Falsches Publikum. Und dennoch hast du dir willensstark das Recht erarbeitet, wählen zu können. Die Brücke führt tiefer in den Cyberspace. Überquerst du sie, trennst du die Verbindung zu deinem Körper. Der Pfad zu deinem Körper führt durch diesen Schacht. Alt, wenn du ich wärst, was würdest du tun? Du solltest mit mir kommen. Was genau heißt das für mich? Werde ich dann so wie du? Ich war Netrunner. Ich verstand, wie man überlebt. Für dich kann ich nicht sprechen. Hinter der Black War lauern Gefahren. Sie ist keine Zuflucht. Aber der Tod als Freigeist ist besser, als in einem welken Körper gefangen zu sein. Tu's nicht, Vi. Du willst das doch nicht. Es wird dich verändern. Du wirst nicht mehr du sein. Und du? Diesen Schritt habe ich schon vor einer Weile gemacht. Für mich wird es einfacher. Ach du Scheiße. Das wäre, als wäre es umsonst. Wir nehmen das. Weißt du noch, ich habe gesagt, ich will, dass du meinen Körper bekommst. Aber ich kann's nicht. Tut mir leid. Auch gerne das andere sehen. Leb wohl, Vi. Und vergiss nicht, gib niemals auf. Geflogen und der Schaden ist größer als der Staatshaushalt vieler Länder. Pech gehabt, Saka. Wie fühlt sich das an, nochmal zu verlieren? Sorgt euch nicht, ihr Ungewaschenen. Unser wundersames Leben in Night City ändert sich kaum. Wie üblich halt. Wir leben inmitten von Staub und Chrom. Und zu Staub und Chrom werden wir zerfallen. Und jetzt habe ich gute und schlechte.
Nachrichten. Die gute. Aus dem Süden kommt der... Okay, war es die richtige Entscheidung, aber ein halbes Jahr ist immerhin noch ein halbes Jahr. Der Damm. Ich erinnere mich an unsere Anfänge. Damals konnte ich dich noch nicht einschätzen. Was hast du gedacht? Aber jetzt kannst du es? Aber jetzt schon. Aus mir kriegst du keine tränenreichen Geständnisse raus. Ja, ich weiß schon. Ich kenne dich. Was ich jetzt über dich denke, spielt keine Rolle. Morgen werden wir woanders sein. Wir fangen von vorn an. Du und ich. Frag mich dann nochmal. Kann's kaum erwarten. Mach dich bereit, Arizona. Wir kommen. Guck dir die Stadt an. Irgendwo wundern die ganzen Penner von Arasaka sich, wie sie so viel verlieren konnten. Irgendwann verstehen sie es. Aber dann sind wir längst weg. Wir finden uns nie. Ich bin froh, dass wir beide hier sind. Ich glaube, ohne dich hätte ich das... hätte ich all das nicht zurückgelassen. Ich hätte das schon lange tun sollen. Mal klarkommen. Auf die Stadt und mein Leben dort. Stadt der Träume. Dem Idioten, der sich das ausgedacht hat, würde ich gerne in die Eier treten. Panam, nach Mikoshi und all dem. Ich bin froh, dass wir hier sind. Zusammen. Und dass wir abhauen. Zusammen. Sag der Stadt, leb wohl. Denn wir gehen nie zurück. Und wenn ich mich anders entscheide, würdest du bei mir bleiben? Das, wonach ich suche, ist nicht dort. Ich habe alles an diese Stadt verloren. Jetzt hole ich mir was zurück. Machen wir das. Je schneller ich all das hinter mir lasse, desto besser. Die Stadt macht dir große Versprechungen, aber die meisten sind nichts wert. Mhm. Durchschaue sie, ehe du alles verloren hast. Dann hast du Glück. Vielleicht haben wir ja Glück. Vielleicht gehen wir genau rechtzeitig. Ich glaube jedenfalls daran. Wir haben viel nachzuholen. Scheiße, wie. Du blutest wieder. Alles halb so wild. Ich finde schon eine Lösung, echt. Wie sieht der Plan aus? Alles bereit? Mach dir keine Gedanken. Mir geht's gut. Wie ist der Plan? Alles ist bereit. Wir treffen unsere Leute, holen unser Zeug und verschwinden. Der Weg wird ziemlich hart, aber wenn wir keinen Scheiß bauen, müssten wir in ein paar Stunden über die Grenze sein. Lass uns verschwinden. Okay. Aber wie? Sieh dir die Stadt noch ein letztes Mal an. Wenn du willst, meine ich. Ich warte im Auto. Also, Night City, mach keinen Ärger, ha? Jo. Gentlemen, Extraordinär Yurinobu Arasaka hat bestätigt, seine Schwester Hanako war eins der Opfer. Sieht aus, als stehen ein paar Veränderungen an der Spitze des Megakonzerns an. Natürlich, wie üblich, getränkt in Blut, Schweiß und Tränen. Genug von dem Geschwafel. Das reicht. Die meisten unserer Leute sind schon rüber. Sie warten auf der anderen Seite. Und unsere Souvenirs von Mikoshi? Wenn wir mit solcher Techno in die Nähe der Tore kommen, knallen die uns einfach ab. Wir haben es überprüft. Arasaka hat an jedem Grenzübergang Leute. Aber wir kennen eine andere Route. Hoffen wir, dass es diesmal besser läuft als für mich und Jackie. Der Kreis schließt sich. Wieder mal beklaue ich Arasaka. Arasaka. Déjà-vu. Hab ich was Falsches gesagt? Musste gerade nur an Jackie denken. Und den Arasaka-Job.
Du weißt ja, wie gut er lief. Tut mir leid, weh. Komm schon, Panam. War doch nicht deine Schuld. Außerdem werden die Dinge diesmal anders laufen. Ach, krass. Eines werde ich an Night City vermissen. Was denn? Das Essen. Der Thai auf der 7th in Haywood. Die Piroggen bei den Docks. Ernsthaft? Glaub mir, wenn wir erstmal eine Weile unterwegs waren, wirst du es verstehen. Kannst kaum erwarten. Ob ich die Stadt vermissen werde? Was immer ich vermissen könnte, nehme ich mit. Ich würde sagen, ich habe schon alles dabei, was ich vermissen könnte. Wie? Du bist echt ein verdammter Schmeichler. Aber es funktioniert, oder? Sag, dass es funktioniert. Und ob. Schön. Viel zu gut. Ach ja. Ich lass dich nicht mehr los, Vi. Zusammen werden wir das scheiß Ding in deinem... Was? Anna, sag mal, haust du aus Night City ab oder machst du ihr Teekränzchen mit deiner Granny? Mach hin oder der Sturm kriegt dich. Leck mich. Mitch, hey. Hey, Vi. Ist ja doch alles schön, deine Stimme zu hören, Schum. Was geht? Gib mir einen Monat und ich bin wie neu. Hab doch gesagt, ich komm klar. Quatsch nicht, Mitch. Nach Mikoshi warst du dir da nicht so sicher. Das war keiner von uns. Wochenlang lag der Typ flach. Völlig matsch. Während seine Synapsen nicht tat wie Stahl, wäre er draufgegangen. Die Panzer im Krieg waren also doch für was gut. Aber du hast uns allen den Arsch gerettet. Schade, dass Saul nicht mehr da ist. Oder Teddy, Bobby und Scorpion. Die hätten dich nach der Aktion mit dem Panzer grün und blau geprügelt. Und dann umarmt, bis du kotzt. Ich weiß, Panam, ich weiß. Wir haben eine neue Chance gekriegt. Vermasseln wir es nicht. Bin froh, dass du bei uns bist, Vi. Wir sehen uns. Ich riech das Ozon sogar durch die Klimaanlage. Das ist der Sturm. Er kommt näher. Okay, wir sind da. Wird auch Zeit. Na gut. Hey, Mitch. Hey, sollten uns so langsam verpissen, oder? Hey. Wie sieht's aus? Ist alles vorbereitet? Wir sind fast soweit. Du hast ihn also gefunden, wo wir ihn vermutet haben? Alles geplant und vorbereitet? Sieht so aus. Komm einfach vorbei, wenn du soweit bist. Dann gehen wir die Einzelheiten durch. Okay. Krass. Na gut, jetzt sind wir haben wir ordentlich Überlänge. Und dann würde ich jetzt sagen, machen wir erstmal an der Stelle einen kleinen Cut nach dieser sehr langen Folge. Alter Schwede, was ist da abgegangen? Und ich hoffe, dass ich da eine gute Entscheidung getroffen habe. Ja, das war's mit Johnny. Schade. Leider kein Happy End für beide. Das wäre noch nice gewesen. Aber gut, wir sehen uns zur nächsten Folge wieder. Macht's gut. Bis dann. Tschüss.